So, hi, im zweiten Video für Übungen für zu Hause. Und heute geht es darum, wie man sich ein einfaches Trainingsgerät bauen kann, mit dem man sehr viel Übungen machen kann, indem man Beschwerdkontrolle ja, verbessert, beziehungsweise indem man schön an seiner Schlagmechanik arbeiten kann. Und zwar wird das ein Doppelpendel sein und es gibt verschiedene Materialien, die ihr nutzen könnt, um das selber zu bauen. Und ich gehe mit euch jetzt dadurch, welche Optionen es gibt. Idealerweise und höchstwahrscheinlich habt ihr sowas nicht zu Hause, aber von dem letzten Mal Kratzbaum bauen hatte ich diese Seile noch über. Nehmt ihr etwas dickere Seile und ihr bräuchtet zwei Pendel. Es können die gleichen sein. Ich habe in dem Fall jetzt nur zwei unterschiedliche. Und was ich gemacht habe, ich habe auf verschiedene Höhe Knoten gemacht, die wir brauchen. Und bei diesen Auswahl der Seile wäre es wichtig, dass die schön schwer sind, dass sie schön gerade hängen. Optional könntet ihr auch einen dünneren Spant oder Seil nehmen, an dem ihr unten ein Gewicht dran hängt. So, die Alternative dazu wäre, ein dünneres Band oder Seil zu nehmen, in dem ihr wo ein Gewicht dran hängen könnt. Das kann allerdings, das muss kein Seil sein, sondern ihr könnt beispielsweise auch einen Gürtel nehmen. Ein, zwei Gürtel. Da solltet ihr auf jeden Fall welche da haben. Ihr braucht, nehmt nicht den besten Gürtel, den ihr habt, aber ihr braucht nicht so viel Sorge haben, weil es bei dieser Übung darum geht, möglichst sanft zu hauen. Zum Beispiel hier einen Gürtel. Was aber auch geht, was ich aber wirklich nur im Notfall empfehlen würde, wäre ein altes Verlängerungskabel, was nicht im Strom angesteckt ist. Das könnt ihr auch nehmen für diese Übung. Okay, das nächste, was ihr braucht, ist ein längerer Stock oder ein Besenstiel oder eine Stab oder Latte oder Haken in der Decke. Wahrscheinlich letzteres werdet ihr nicht haben, hatte ich selber auch nicht. Deswegen nehme ich zum Beispiel diesen alten kaputten Speer. Natürlich ein Besenstiel ist genau das Gleiche. Was ich jetzt hier mache, ich hänge die Seile, die ich habe, an diesen Speer. Ich nehme das leichtere Seil nach vorne, das schwere nach hinten. Und die Idee dahinter ist, dass ich diesen Aufbau jetzt irgendwo auf einem Schrank oder an einem Türrahmen etc. irgendwie befestige. Nehmt euren Stock, eure Latte oder jeglichen anderen langen Gegenstand, den ihr zur Verfügung habt, und sucht euch einen Platz, an dem ihr das befestigen könnt. Beispielsweise einen Schrank oder jegliche andere Möglichkeit, den auf circa 1,80 bis 2,20 Höhe anzubringen. Eventuell habt ihr eine Schraubzwinge zu Hause, die macht euch das Leben wesentlich einfacher. Ihr könnt aber auch ein paar Gewichte nehmen, um den Stab auf dem Schrank zu befestigen. Beispielsweise. Okay. Achtet darauf, dass es schön fest ist. Nun hängt ihr eure Pendel an diesen Stoff. Dabei ist die Länge der Pendel nicht unbedingt sehr wichtig. Es ist nur wichtig, dass ihr zwischen beiden ungefähr eine Unterarmlänge Platz habt und im Idealfall zwischen dem letzten Pendel und dem Schrank auch noch mal mindestens eine Hand, besser sogar einen Unterarm an Länge Platz habt, damit ihr auf jeden Fall ein bisschen Luft habt und ihr nicht in euren Schrank haut. Okay, ich habe jetzt beispielsweise an einem Teil meines Kratzbaumes, unserer Katzen, diese Aluminiumlatte angebracht. Natürlich werdet kreativ, was ihr da nutzen könnt. Ob ihr Balken in der Wohnung habt und diese nutzt, ob ihr eine Klimmzugstange in einem Durchgang habt und dort eure Pendel anhängt, versucht das Beste aus den Materialien zu machen, die ihr habt. Okay, was ich jetzt mache, ist, ich hänge meine verschiedenen Pendel, meine ein bis zwei Pendel an diese Stange auf. Okay, und achte darauf, dass der Abstand zwischen den Pendeln ungefähr eine Armlänge ist, eine Unterarmlänge, und dass das hintere Pendel auf jeden Fall zu den nächsten, zu einem Schrank oder bei der Säule auch nochmal ungefähr die gleichen Abstand. Was ihr noch jetzt braucht, ist, ihr müsst die Möglichkeit haben, auf jeden Fall ungefähr eine
Kamm eine gute Schlaglänge Abstand zu dem Pendel zu haben. Das ist für den Schaukampf natürlich, muss man nicht so arg weit weg sein. Wenn man das als Fechttraining macht, versucht noch ein bisschen mehr Platz zu haben. Oder euch diese Stange so zu hängen. Alle diese Übungen können wir auch mit einem einzelnen Pendel machen, je nachdem wie viel Platz ihr habt. Mit zwei Pendeln ist sie noch etwas, braucht sie ein bisschen weniger Vorstellungskraft. Auch diesmal ist es wieder wichtig, vorher den oberen Teil der Muskulatur aufzuwärmen oder vielleicht sogar die Beine. Erinnert euch an das erste Video zurück, was ihr für den Oberkörper machen könnt. Das heißt, Schultern kreisen, Ellbogen kreisen, Hände kreisen, den Nacken, indem ihr den Kopf zur Seite neigt, über die Brust rollt und nach links und rechts schaut, den Brustbereich, indem ihr die Brust aufzieht, euch schön gerade macht, beziehungsweise die ganze Wirbelsäule, indem ihr den Oberkörper eindreht, erst mit statischen Beinen und Blick und dann nur noch mit dem vorderen Fuß immobil. Und was ihr auch machen könnt dann, um den unteren Teil eures Körpers ein bisschen aufzuwärmen, ist, dass ihr, okay, und um den unteren Teil eures Körpers aufzuwärmen, könnt ihr zunächst erstmal in einen Ausfallschritt gehen. Achtet dabei, dass beide Füße schon auf dem Boden sind. Lehnt euch vor, lasst die Fersen auf dem Boden. Streckt das Bein durch und das soll schön hinten in der Wade ziehen. Lehnt euch so weit vor, wie ihr es sieht und pulsiert hier so 5-6 Mal rein und wechselt den Fuß. Das kennt ihr ja auch aus dem Training. Das macht ihr pro Seite 5-6 Mal und wechselt 2 Mal. So, was ihr noch machen könnt, ist, ihr stellt euch breit hin und nehmt die Hand in die Hüfte, drückt es zur Seite, sodass es schön hier in am inneren Oberschenkel zieht. Pulsiert hier auch 5-6 Mal rein, wechselt die Seite. Nur um auch den Teil ein bisschen zu durchbluten. Okay. Dann, was ihr noch machen könnt, ist die Oberschenkel eindehnen. Das kennt ihr natürlich. Nehmt euer Fuß hinten am Knöchelgelenk, Knie zusammen, Hüfte nach vorne drücken, 5-6 Mal posieren und die Seite wechseln. Ja. Wenn ihr das gemacht habt, schüttelt euch noch mal kurz aus. Und fangt mit den Übungen, die ich euch jetzt zeigen werde, an. Okay, nun, wenn ihr ein solches Pendel habt, erstmal ein einfaches Pendel, können wir nochmal unsere linken und rechten Heuer durchgehen. Dazu stellt ihr euch erstmal in eine Schulterbreit hin, nehmt das Schwert auf die rechte Schulter und macht einen vollen rechten Oberhau, bei dem ihr über das durch das Pendel schlagt. Dabei wird das Pendel zu schwingen anfangen, das ist erstmal nicht so wichtig. Und versucht immer abwechselnd Schläge von links und rechts zu führen, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie sich dieses Pendel anfühlt. Nun ist es so, je nachdem wie leicht oder schwer das Pendel ist, kann sich das durchaus verschieden anfühlen. Wenn ihr die Option habt, das Pendel auszutauschen, experimentiert ein bisschen damit rum. Aber macht das pro Seite wieder 10 bis 15 Mal. Und sobald ihr mit dem statischen Schlagen fertig sind, macht diese gleiche Übung nochmal mit Fußarbeit. In dem Fall seht ihr es auf jeden Fall, dass der Dreiecksschritt seine Vorteile hat, weil ihr sozusagen immer im gleichen Abstand zu dem Pendel bleibt. Und ihr könnt immer ein bisschen nach links und rechts laufen, um das Pendel zu schlagen. Auch hier wiederholt ihr das 10 bis 15 Mal. Okay, nun aber zu der ersten Übung, die richtig dieses Pendel nutzen soll und wo euch klar wird, warum dieses Pendel eine schöne Übungsmethode ist. Und zwar werdet ihr jetzt wieder mit vollen Heulen schlagen. Allerdings ist euer Ziel, dass dieses Pendel nicht anfängt zu schwingen. Je leichter das Pendel jetzt ist, desto schwieriger ist es. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall erstmal ein größeres Gewicht anhängen und dann später zu kleineren Gewichten gehen, um eure Kontrolle am Schwert zu üben. Das heißt, ihr macht wieder Schläge, doch hier diesmal bleibt ihr an dem Pendel stehen und endet mit einem Schnitt. Stellt euch vor, das ist die Schulter eures Partners und ihr wollt kontrollierte Schnitte, ihm aber nicht wehtun. Auch hier achtet darauf, bevor ihr zu schnell seid, dass ihr auf jeden Fall das Pendel berührt, aber dass ihr schön flüssig bleibt. Und wie gesagt, dass das Pendel nicht
nicht schwingt. Wiederholt auch das 10 bis 15 Mal. Okay, kommen wir nun zu unserer Grundübung Nummer 1 am Doppelpendel. Und zwar könnt ihr hier euch vorstellen, dass das erste Pendel sozusagen der Angriff auf euch ist, das Schwert, und das zweite Pendel ist euer Ziel. Das heißt, ihr hängt beide Pendel ungefähr eine Armlänge auseinander und ihr geht dadurch, dass ihr mit dem ersten Schlag, mit einem rechten Hau, das erste Pendel zur Seite schiebt und dann von dort aus mit einem linken Schlag und einem Schnitt dann das hintere Pendel zu treffen. Das heißt, ihr fangt an mit dem linken Fuß vorne, mit dem rechten hinten, dem Schwert auf der rechten Schulter und ihr schlagt die Parade in das Pendel. Ihr könnt ruhig hier drin stehen bleiben in dieser Position und von hier aus könnt ihr jetzt auch wieder mit einer kleinen Ausholbewegung, dabei rutscht das Pendel so ein bisschen zu euch, das ist okay, einen linken Schlag führen. Ich mache das mal im Fluss vor. Ja. So, ihr merkt, dass das dann schon ziemlich doll anfängt zu schwingen. Und nun versucht die ganze Sache mit ein bisschen mehr Kontrolle. Und indem ihr sozusagen den Schlag auf das hintere Pendel macht, als ob es euer Gegner sei und ihr trefft. Das heißt, dementsprechend ändert ihr den Schlag in einen Schnitt und wird dann sehr kontrolliert. Das heißt, in diesem Fall darf das erste Pendel schwingen, das zweite sollte nach Möglichkeit nicht schwingen. Okay, wiederholt auch diese Stufe 10 bis 15 Mal. Und ihr werdet merken, dass es auf jeden Fall sehr interessant ist, wenn ihr versucht, so zu handeln, dass nach dem ersten Kontakt mit dem vorderen Pendel euer Schwert nicht mehr in Kontakt mit diesem Pendel kommt. Ihr könnt dadurch erstmal das vordere Pendel zum Schwingen anführen und jedes Mal, wenn das Pendel zu euch schwingt, schlagt ihr rein, schlagt zu dem anderen und zieht ab, bevor das Pendel zurückkommt. Ihr könnt dabei auf jeden Fall, je nachdem wie viel Platz ihr habt, ein bisschen euch um dieses Pendel rumbewegen. Falls das nicht geht, geht das natürlich auch sehr schön auf der Stelle. So, was wir beim ersten Mal noch nicht gemacht haben, war die Grundübung von der linken Seite zu starten. Das heißt, im Endeffekt ist es der gleiche Bewegungsablauf. Nun starten wir mit dem linken Oberhau. Was wir machen ist, wir parieren mit dem linken Oberhau in das Pendel und von hier aus können wir jetzt einen rechten Hau machen auf das Ziel und auch wieder mit dem Schnitt enden. Und auch hier macht beide Stufen, macht erst die Übung mit 10 bis 15 Mal, indem ihr beides als volle Schläge macht. Das heißt, und dann, um die abzuschließen, macht ihr den zweiten als halben Schlag, als Schnitt und achtet darauf, dass das Pendel nicht schwingt. So, wie kann man diese Übung jetzt machen, wenn man kein Schwert oder keinen längeren Stock zu Hause hat, aber trotzdem diese Schlagabtausch hineinräumt? Ein Beispiel des Hammers, mit der Wasserflasche sollte es sehr ähnlich sein, können wir das üben. Jetzt nehmen wir den Hammer auch wieder so, dass wir ihn ungefähr auf einer Höhe halten, wo er nur ungefähr dem Schwerpunkt eines Schwerts entspricht. Und wir würden nun den Hammerkopf nehmen, das heißt, stellt euch vor, ihr habt ein sehr, sehr kurzes Schwert. Und auch hier würden wir durch den ersten Schlag, versucht nicht mit der Hand, sondern wirklich mit dem Hammer das Seil zu erwischen, den Hammer parieren und mit dem zweiten das hintere Seil. Das geht von beiden Seiten natürlich. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr weder
Hammer noch Schwert ähnlichen Gegenstand habt, könnt ihr das auch einfach mit eurer Hand machen, indem ihr eure Handfläche als Schneide seht. Das heißt, ihr würdet erst mit der Außenseite eurer Hand in das vordere rein und dann in das hintere. Und hier habt ihr auch beide Stufungen der Übung. Das heißt, ihr habt auch die Variante, dass ihr das hintere Seil nicht zum Schwingen bringt. Okay. So, ich hoffe, ihr habt eine Möglichkeit, euch so ein Pendel oder was Ähnliches bei euch aufzubauen. Wie gesagt, als Erinnerung, ihr braucht nicht solche Taue, die ich jetzt noch zufällig über hatte, sondern beispielsweise auch mit einem normalen Gürtel und diesem Stromkabel. Könnt ihr diese Übung auch machen, also beispielsweise ohne Schwert. Oder auch mit Schwert, nur hier müsst ihr achtet wirklich drauf, wenn ihr das Kabel nochmal benutzen wollt, dass ihr es nicht kaputt macht. Okay. Ich hoffe, das war gut zu, ist gut zu sehen. Wie gesagt, werdet kreativ. Habt ihr keinen langen Stab zur Verfügung, könnt ihr beispielsweise auch einen Kleiderbügel nehmen, an dem ihr zwei ähnlich schwere Sachen hängt. Und dann könnt ihr den Kleiderbügel aufhängen und habt so euer Doppelpendel. So, das war nun unser zweites Video, bei dem ich euch gezeigt habe, wie ihr euch einen Pendelaufbau aufbauen könnt, der euch hilft, so ein bisschen die Kontrolle am Schwert zu üben. Im nächsten Teil wird es darum gehen, das noch ein bisschen weiter auszubauen und eventuell den Stich für die Fechtenden bzw. einen Schaukampfstich für den Schaukampf dort mit einzubauen, der uns ermöglicht, so ein bisschen das Gefühl für das Schwert wieder zu entdecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.